erzählen Sie mir alles, was passiert ist. Als ich das erste Mal im Todestrakt war, hatte ich niemanden erwartet, der so alt ist wie ich. Aus einer Gegend wie unsere. Hätte ich sein können, Mama. Aber das, was du tust, wird viele Leute verärgern. Du hast mir beigebracht, für die zu kämpfen, die Hilfe am nötigsten haben. Ihr Leben ist immer noch bedeutsam. Und ich tue alles, um die daran zu hindern, es ihnen zu nehmen. Sie wissen nicht, womit Sie es hier in Alabama zu tun haben, wenn Sie schuldig sind, sobald Sie geboren wurden. Wache! Mr. McMillan. Wir sind fertig! Mr. McMillan, bitte! Ich wollte schon alles hinschmeißen, als ein Harvard-Anwalt anrief und eine Rechtsberatung für Insassen im Todestrakt eröffnen wollte. Ich war dabei schon, bevor Sie mir den Job angeboten haben. Sind Sie der Anwalt? Ja, ma'am. Danke, dass Sie extra so weit rausgefahren sind. Die meisten Anwälte haben nicht mal Zeit anzurufen. Ich kann nicht glauben, dass Sie mit all meinen Leuten gesprochen haben und für mich kämpfen wollen. Das will ich. Das bedeutet viel. Wenn Sie diese Wunden aufreißen, werden einige Leute nicht sehr erfreut sein. Wenn den Leuten etwas so wichtig ist, tun sie alles, um zu kriegen, was sie wollen. Als ich das erste Mal davon hörte, war es, als würde man lauter Ertrinkenden in einem Fluss zusehen, ohne ihnen irgendwie helfen zu können. Sie hören doch nicht auf, oder? Nein, Sir. Jeder von uns ist mehr als das Schlimmste, das er je getan hat. Ich weiß, wie es ist, im Schatten zu stehen. Das ist mein Dad, er hat nichts Unrechtes getan. Es ist nie zu spät für Gerechtigkeit. Nur Ihnen war es wichtig genug, für mich zu kämpfen. Wenn wir uns selbst genau betrachten können, können wir diese Welt besser machen. Wir alle brauchen Güte. Wir alle brauchen Gnade. Ich habe meine Würde zurück. Sie haben sie mir gegeben. Und das kann uns keiner mehr nehmen.